Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Brandmeldezentrale eigentlich angeschlossen habe, also wie die so funktioniert, wie sie funktioniert. Los geht's! Als erstes einmal hier eine kleine Info vorweg. Ich habe ja, wie manche vielleicht von euch wissen, die Brandmeldezentrale von Siemens mit dem Namen CS1115, also aus der Serie Cerberus. Wenn ihr jetzt eine andere Brandmeldezentrale habt, dann müsst ihr hier natürlich leider ein bisschen aufpassen und ein bisschen rumprobieren, weil da kann es nämlich sein, dass ihr eben andere Anschlüsse habt und somit müsst ihr das dann natürlich anders anschließen. Deswegen, ich kann euch hier leider keine Garantie geben, dass diese Anschlüsse genauso benannt sind wie bei mir hier. Aber da müsst ihr halt dann einfach ausprobieren und ein bisschen gucken. Und genau, deswegen erkläre ich euch das jetzt einfach mal an meinem Modell. Fangen wir erstmal kurz an mit dem Anzeigetableau, was ich in meinem Zimmer angeschlossen habe. Jetzt nicht das große Feuerwehr-Anzeigetableau und Feuerwehr-Bedienfeld, nein, sondern ich meine hier in dem Fall mein kleines Bedienfeld oder besser gesagt halt das Anzeigetableau. Einfach nur ohne Feuerwehr, sondern das Anzeigetableau, wo man wirklich nur einen einzigen Knopf hat, womit man den stumm schalten kann. Und mehr kann dieses Teil auch nicht, außer halt eben die Melder anzeigen und man kann es stumm schalten. Wie man das anschließt, ist eigentlich ziemlich einfach. Das Ganze funktioniert nämlich mit dem LON-System, so wird das Ganze genannt. Und das findet man auf einem Erweiterungsboard der Brandmeldezentrale. Ich habe mir das jetzt mal hier mal so aufgezeichnet. Das seht ihr hier. Und da muss man wirklich nur zwei Kabel verlegen und natürlich Strom, aber da komme ich gleich noch zu. Hier kann man nämlich dann eben diesen Anschluss, den sieht man hier, diesen Anschluss, da kommen zwei Kabel weg. Und diese zwei Kabel kommen dann einfach in das Anzeigetableau oben in meinem Zimmer. Ich habe mir das Ganze jetzt so aufgemalt, dass eben diese beiden Kabel hier, diese Anschlüsse, die führen dann hier zum Anzeigetableau und führen dann hier rein. Wie schon gerade angekündigt, natürlich braucht ihr hier auch Strom. Dieser hier geht von 12 Volt bis 24 Volt, glaube ich, oder 12 bis 35 Volt. Ich würde euch hier einfach empfehlen, einfach den Strom hier von der Brandmeldezentrale zu nehmen, also 24 Volt plus und 0 Volt, einfach ans Anzeigetableau anzuschließen und dann funktioniert das Ganze auch, wenn der Strom nicht mehr da ist, über die Batterien der Brandmeldezentrale. So, würde ich sagen, machen wir auch direkt mal weiter. Und zwar, jetzt geht es hier um die Anschlüsse, wie man hier einen Handmelder bzw. Rauchmelder an einem System anschließen kann. Das Ganze wird hier, oder ich schließe das Ganze hier an ein Bussystem an, so nennt sich das, oder hier wird es als Loop bezeichnet. Hier gibt es einmal Loop 1, also Linie 1, und Loop 2, Linie 2. Erstmal kleine Info noch vorweg, es ist komplett egal, ob ihr jetzt hier Handmelder anschließt, da Rauchmelder, oder ob ihr da Rauchmelder, da Handmelder, oder ihr könnt auch Handmelder und Rauchmelder in einer Linie mischen. Das ist komplett egal. Die werden dann auch als Rauchmelder erkannt. In meinem Beispiel habe ich jetzt hier mal Loop 1 mit einem Handmelder und einem Rauchmelder ausgestattet. Und das möchte ich euch jetzt mal erklären, wie das Ganze hier angeschlossen wird. Erstmal hier im Loop 1 oder Loop 2, die sind beide das gleiche. Das sieht man hier auch auf dem Bild, habe ich fotografiert. So sieht das Ganze aus. Dieser orangene Stecker, wenn man den abnimmt, dann sieht man hier Plus, Minus, Plus, Minus. Und das ist dann einmal der In- besser gesagt der Output, der aus der Brandmeldezentrale rausgeht und der Input, der dann wieder vom Melder in die Brandmeldezentrale reingeht, damit die Linie geschlossen ist. Ich zeige euch das jetzt hier mal am Hand des Loop 1, also der Linie 1, da habe ich jetzt hier einfach mal was angeschlossen. Und zwar, ihr müsst das Ganze hier so anschließen, Plus und Minus, habe ich ja gerade gesagt, ist Output. Der geht aus der Brandmeldezentrale raus, heißt, ihr nehmt den Plus und steckt den in den Plus vom Handmelder rein. Und das Ganze macht ihr mit dem Minus und steckt in das erste Minus vom Handmelder rein. Das Ganze könnte auch ein Rauchmelder sein, aber jetzt erkläre ich euch erstmal noch kurz, wie man den anschließt. Und zwar, diese Plus und Minus, die gerade von der Brandmeldezentrale kommen, die müssen ja auch irgendwie angeschlossen werden. In meinem Fall sehen die Melder so aus, das sieht man jetzt hier auf diesem Bild. Und das ist immer so ein kleines Steckbrett, oben links im Melder. Und da sieht man eben einmal Minus, einmal Plus, einmal Minus. Auf jedem Steckding kann man zwei Kabel ordnungsgemäß anstecken. Und ihr müsst eben das erste Kabel, was ich hier gerade gesagt habe von der BMZ, das muss in den ersten Minus, also hier ganz links. Und der Pluspol, der muss dann in den Pluspol, in den Pluspin, und das ist hier in der Mitte. Und dann ist der Melder angeschlossen und sollte erkannt werden. Jetzt müssen wir allerdings noch in meinem Beispiel hier einen Rauchmelder anschließen. Der funktioniert im Prinzip genau gleich wie ein Handmelder,
ist aber leicht unterschiedlich, aber im Prinzip auch ziemlich einfach. Und zwar jetzt nehmt ihr einfach den Plus und den Minus, und zwar eben den zweiten Minus, also ganz rechts, und den Pluspol aus der Mitte. Ich habe euch ja gerade gesagt, an einem Ding kann man zwei Kabel ordnungsgemäß anstecken. Deswegen nehmt ihr jetzt den Pluspol aus dem Handmelder, führt ihn auch wieder beim Rauchmelder in den ersten Pin rein vom Plus. Und das Ganze macht ihr natürlich auch mit dem Minus, der kommt dann nämlich auch hier rein. Ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin folgen. Jetzt ergibt sich allerdings die Schwierigkeit, jetzt ist das hier ein Rauchmelder. Der hat jetzt nicht mehr 3 Pins, sondern 4 bzw. 6 Pins. Diese 6 Pins, davon braucht ihr 2 nicht und das sind die letzten 2 hier. Heißt, wir brauchen nur die 4 hier. Und eigentlich ist es auch ziemlich selbsterklärend, ich erkläre es euch aber trotzdem. Ich habe euch ja gerade gesagt, aus dem Handmelder oder aus dem Rauchmelder, ist komplett egal, kommt hier ein Minus- und ein Pluspol raus. So, ziemlich selbsterklärend, jetzt nehmt ihr den Pluspol und steckt ihn in dieses, also in den ersten Pluspol rein. Und das Ganze macht ihr jetzt mit dem Minus logischerweise in den zweiten, also in den ersten Minus hier rein. So gesagt, schon mal ziemlich einfach. In meinem Beispiel wollen wir jetzt hier die Linie schließen. Ihr könnt natürlich beliebig viele Melder hier noch ergänzen. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig das Limit. Hier gibt es auf jeden Fall ein Limit, also es kann sein, dass ihr maximal 250 oder so Melder anschließen könnt. Das kommt aber ganz drauf an, welches Modell ihr habt. Und ja, das kommt auf viele Sachen drauf an. Aber ich denke mal für euch, wenn ihr das nur privat nutzen möchtet, wie ich jetzt zum Beispiel als Hobby, sollte euch das auf jeden Fall ausreichen. So, also, und hier ist es jetzt auch wieder relativ selbsterklärend. Wir haben, wie gerade schon gesagt, diese beiden Pins zur Verfügung. Einmal Plus, einmal Minus. Jetzt nehmt ihr einfach ein Kabel, geht aus dem Pluspol raus und steckt es bei der Brandmeldezentrale hier in den Pluspol rein. Heißt, ihr nehmt das Kabel und führt es in den Pluspol rein. Das Ganze macht ihr jetzt mit dem Minus und euer Loop ist damit geschlossen. Kommen wir jetzt zum spannenden Part, den von euch wahrscheinlich die meisten schon erwartet haben. Und zwar, wie funktioniert eigentlich mein Soundboard? Also wie kann es angesteuert werden? Und genau, das möchte ich euch jetzt erklären. Als erstes einmal, ich habe hier auf der Brandmeldezentrale habe ich 2 Pins. Diese habe ich jetzt angelötet. Und zwar, in meinem Fall ist es auf der Platine ganz unten links und sieht so aus wie auf diesem Bild hier. Da war mal ein Buzzer, so nennt man das. Das ist dieses Teil, das dann anfängt zu piepen, wenn die Brandmeldezentrale auslöst. Dieses Ding arbeitet nur leider jetzt mit 3 Volt oder 9 Volt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls war es zu wenig Strom, um meine Platine booten lassen zu können. Und ich dachte mir, nö, ich kaufe jetzt keine neue Platine, sondern mache das einfach über ein Relais. So, und das möchte ich euch jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Erstmal noch kurz was zu diesem Anschluss. Ihr müsst jetzt leider ein bisschen selber ausprobieren, das ist nämlich manchmal ein bisschen kompliziert. Und zwar, ich habe das Ganze so gemacht, ich habe die komplette Platine ausgebaut und habe von der Rückseite den Buzzer ausgelötet und dann eben 2 Kabel, wie man hier auf diesem Bild sehen kann, dran gelötet. Heißt, wenn der Alarm auslöst, piept jetzt nichts mehr, sondern der Strom wird an diese beiden Kabel weitergegeben. Kleiner Disclaimer hier noch, wenn ihr das Ganze macht, passt bitte auf. Die Brandmeldezentrale ist zu diesem Zeitpunkt, könnte noch ein bisschen Ladung auf der Platine haben. Deswegen passt da bitte auf, steckt den Stecker ab und wenn ihr davon keine Ahnung habt, macht es, lasst es bitte von einer Fachperson machen, die davon Ahnung hat und sich das Ganze zutraut. Übernehme ich keine Haftung bei Sach- oder Personenschäden, bei Nachahmung dieses Umbaus. Dann geht es jetzt jedenfalls weiter, wie ich gerade gesagt habe, diese 2 Anschlüsse, diese 2 Kabel sind jetzt hier Minus und Plus und die gehen ins Relais rein. Erstmal kurz grundlegende Kenntnisse hier zum Relais. Ein Relais hat grundsätzlich diese 5 Pins. Natürlich kann es mal ein bisschen mehr haben, weil es mehr Funktionen unterstützt, aber ich habe das jetzt hier nur so eins. Und zwar, der Strom kommt hier rein in die Coil, also eigentlich übersetzt in die Spule. Diese Spule kann dann nämlich einen Magneten anziehen und kann dadurch einen Schalter bewegen. Und dieser Schalter ist eben, hat was mit diesen 3 Pins zu tun. Und zwar in COM kommt immer der Strom rein, oder da kommt halt der eine Pin rein. Und dann gibt es 2 Pins, einmal die Normally Open und Normally Closed, NO und NC. Jetzt erkläre ich euch, was das Ganze heißt. Wenn man hier das Ganze ausschreibt, ist es Englisch und wenn man das ins Deutsche übersetzt, ist es eigentlich schon ziemlich selbsterklärend. Und zwar, wir haben nämlich einmal NC, also Normally Closed, normal geschlossen und Normally Open, normal geöffnet. Und zwar, wenn jetzt hier kein Strom anliegt, dann ist COM mit Normally Closed verbunden und hat hier eben eine Connection. Wenn jetzt aber hier Strom draufgegeben wird, dann verbindet sich COM mit Normally Open, weil jetzt nämlich hier der Schalter zugelegt wird. Und genau das brauchen wir, weil wir wollen eben mit dieser Niederspannung hier, wollen wir das Relais schalten können. Und wenn das Relais hier schaltet, dann
soll eben der Schalter umgelegt werden, damit wir mit den 24 Volt, die direkt aus der Bandmeldezentrale rauskommen, normally open hier machen können und das Soundboard mit 24 Volt Strom versorgen können. Kommen wir jetzt noch weiter zum Soundboard. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, das wird mit dem Relais angesteuert und dieses Relais schaltet eben den Pluspol, also 24 Volt. 0 Volt, also Minuspol, liegt hier immer an. So, wenn jetzt also der Alarm auslöst und hier Strom rauskommt, ins Relais rein, dann wird der Strom hier genutzt, ins Soundboard rein und das Soundboard kriegt Strom. So, und das Soundboard hat jetzt dann Lautsprecher, die im Haus verteilt sind. Vom USB-Stick wird dann der Sound gebootet und dieser wird dann abgespielt. Und genau so funktioniert mein System. Aber das war es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vor allem, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.